Jo Leute, was geht? Ich bin gerade auf der Suche nach einem für mich sehr, sehr besonderen Ort. Und zwar meiner Höhle aus Seven vs. Wild Staffel 1. Die Sache ist, ich muss wirklich meine Höhle suchen. Zum einen setzt mich jetzt hier gerade keiner aus. Ich komme nicht über den See, sondern ich schlage mich vom Inland rein. Und was wenige wissen, zwar wurde der See damals relativ früh geleakt, aber mein Spot war falsch. Woran lag das? Damals beim Aussetzen im Boot musste spontan entschieden werden, dass ich an einem anderen Spot ausgesetzt werde, der vorher so nicht eingeplant war, weil ich glaube an meinem Spot ein Kanufahrer war oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist mit dem Boot weitergefahren worden und nicht ausgesetzt werden. Und deshalb habe ich jetzt keine Koordinaten, die ich da nehmen kann und suche jetzt hier. Ihr seht, es ist sehr dicht. Mal schauen, ob wir die Höhle finden und auch was anderes heute. Ich freue mich einfach hier zu sein. Es ist wirklich ein ganz, ganz besonderer Ort für mich. Ich bin übrigens gerade auf der Suche nach der großen Lichtung, wo ich damals auf diese Bärenspuren getroffen bin. Das ist so mein Anhaltspunkt bei der Suche hier nach. Also ich habe natürlich auf irgendwelchen Online-Karten geschaut, was mir da vertraut vorkommt. An dieser großen Lichtung habe ich mich orientiert. Die versuche ich gerade zu finden. Es ist richtig schwer, hier irgendwelche Orientierungspunkte zu finden. Beziehungsweise ich bin auch noch nicht da, wo ich sein müsste. Also bisher kommt mir noch gar nichts bekannt vor. Aber ihr seht, wie gleich hier die Gegend aussieht. Also hier Felsen, paar Birken, Fichten, ja, dann der Schnee. Also es sieht alles gleich aus. Ich bin mal gespannt, wie lange ich brauche. Da ist noch eine riesige Lichtung. Aber da kommt mir auch gar nichts bekannt vor. Fuck. Nee. Ich bin damals zu so einem Kiefernwald gekommen, wo ich diesen Sprössling gegessen habe, wo ich meinte, es schmeckt grün. Also ich meine, hier stehen überall Kiefern. Fuck off, ey. Shit, aber das kam mir gerade irgendwie bekannt vor. Ich habe gerade was gefunden, was mich gerade irgendwie happy macht. Guckt mal hier. Alter, das ist jetzt hier Nostalgie pur. Ist das schon Nostalgie? Auf jeden Fall kommen Erinnerungen hoch. Ist nur leider gefroren. Schmeckt wie aus dem Supermarkt die tiefgefrorenen Blaubeeren. Geil. Oh Mann, ey. Ich bin gerade richtig happy, dass ich hier hin bin. Richtig happy. Alter. Ich bin mir gerade unsicher, aber ich glaube, ich habe gerade meine Höhle gefunden. Aber das, was ich sehe, gefällt mir nicht. Damit hätte ich null gerechnet. Alter, es läuft mir gerade eiskalt den Rücken runter, wenn das wirklich meine Höhle ist. Bevor es mit dem Video weitergeht, möchte ich mich bei meinem Langzeitpartner jQuery bedanken. Die haben diesen Trip ermöglicht und euch somit dieses Video. jQuery hat aktuell eine riesige Black Friday und Cyber Monday Aktion, bei denen alle jQuery Produkte bis zu 30% rabattiert sind. Neben mir steht der Solargenerator 1000 Pro, inklusive den Solarpanels, wird dieser betrieben. Das heißt, man kann ihn mit den Solarpanels in unter 2 Stunden je nach Sonneneinstrahlung vollständig laden, wahlweise auch normal an der Steckdose. Damit könnt ihr dann unterwegs einen Wasserkocher betreiben, euren Laptop laden, euer Handy laden, Kameraakkus, sogar euer E-Bike könnt ihr damit laden oder zu Hause ein Heizgerät damit betreiben. Ihr findet einen Link in der Videobeschreibung. Dort geht es einmal zum offiziellen Amazon Store und zur offiziellen Website von jQuery. Dort seht ihr alle Produkte und die Rabatte ohne einen Code, den braucht ihr nicht. Also viel Spaß beim Shoppen und mit dem restlichen Video. Jetzt bin ich aber erleichtert. Junge, Junge,
Also von nah sieht es überhaupt nicht mehr so aus, aber von hinten sah es halt so aus, wie wenn das meine Höhle gewesen wäre und hier alles eingekracht ist. Das, was ich jede Nacht dachte, weil ich ja irgendwann festgestellt habe, dass die Steine ums Feuer drumherum alle geplatzt sind und dass das gleiche Gestein war wie der Felsen, unter dem ich geschlafen habe. Und da hatte ich mal Paranoia, dass es nachts einfach einen Schlag gibt und hier bricht einfach das eine runter. Aber es sah nur von da hinten so aus. Hier sieht einfach alles gleich aus. Ich fühle mich gerade wie kurz nach dem Aussetzen in Staffel 1, wo ich mich erstmal verlaufen habe. So geil ich auch Staffel 2 finde, vom ganzen Setting und nochmal krasser und so weiter. Seven vs. Wild, nochmal in hier so einer Umgebung und mit Schnee, mit Minusgraden. Boah, das fühle ich gerade richtig. Ich habe vergessen, wie karg es hier einfach ist, wie es hier einfach nichts gibt. Und hier in dieser winterlichen Stimmung ist es noch mal krasser. Ich werde jetzt definitiv runter bis zum See laufen. Ah, ich sehe den See schon. So, jetzt wird es einfacher, die Höhle zu finden. Ich werde jetzt hier ablaufen, bis mir was bekannt vorkommt. Und dann, ja, hoch in den Wald. Krass, ich kann nicht glauben, dass ich hier hin bin. Hyped, Bock, Angriff. Hier ist genau die Stelle, wo ich aus dem Wasser kam. Was ich oft gefragt wurde, dieses Hyped, Bock, Angriff, hast du dir das vorher überlegt? War das vorher schon dein Motto? Nee, das war einfach der Gehirngulasch in meinem Kopf, als ich hier völlig hyped angekommen bin, Bock hatte und mir klar war, ich muss jetzt angreifen, weil ich bin komplett nass. Soll ich sagen, wie das hier gerade ist? Wie man, wenn man einen guten Freund lange nicht gesehen hat und es fühlt sich aber alles direkt vertraut an und man freut sich einfach zu sehen. Und hier, das ist ein Ort, aber ich war so gespannt, was das mit mir macht und ich bin gespannt, was gleich die Höhle mit mir macht. Aber es fühlt sich gerade einfach mega gut an, hier zu sein. Oh, da hinten ist meine Trinkstelle, wo ich immer mit der Schale da das Wasser gedingt habe. Gehen wir gerade mal hin. Na, kennt ihr das noch? Hier stand ich damals und dann hier immer mit der Schale das Wasser geschöpft. Genau hier. Geil. Ich habe gerade was gefunden, was ich nicht für möglich gehalten hätte. Ich wusste, dass ich irgendwo dieses Glas, was ich am Tag gefunden habe und quasi meine Birkenschale abgelöst hat, hier abgelegt hatte. Und guck mal, was ich hier gerade entdeckt habe. Das werde ich jetzt mit nach Hause nehmen. Bekommt bei mir einen Ehrenplatz. Es ist ein dämliches Glas, aber da hängen so viele Erinnerungen dran. Und ich weiß noch, wie eklig ich es fand, daraus zu trinken. Obwohl ich zuvor die ganze Zeit aus dieser Birkenrindenschale getrunken habe. Hier, das fand ich irgendwie eklig, weil das ja von irgendeinem Menschen war. Keine Ahnung. So, ich werde jetzt hier an meiner ehemaligen Wasserstelle starten. Und was mich die ganze Zeit interessiert hat, wie weit war es in Metern zu meiner Höhle? Ich drücke Start und dann schauen wir mal, wie viel ich da ungefähr am Tag rein nur fürs Trinken gelaufen bin. Ich muss gerade dran denken, wie ich nur in Unterhose gekleidet, nach dem Aussetzen, völlig hochmotiviert, erstmal ab in den Wald und dachte, da sind überall so Felsen. Irgendwie so ein Felsen, der irgendwie überragt. Da habe ich da hinten das als erstes gesehen. Ich weiß nicht, sieht man das? Das da. Dachte, oh, da ist eine Höhle. Es war aber nichts. Das war ungeeignet. Ja, ich dachte einfach nur, hey, ich muss irgendwas finden, was irgendwie mir Schutz bietet in den nächsten Tagen. Ich laufe mal weiter, weil noch sehe ich nichts. Muss sein. Auch tiefgefroren. Ich sehe was ganz da hinten, was ihr noch nicht seht, ich euch aber gleich zeigen werde. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so aussieht, wie es aussieht. Geil. Also, mir war klar, dass der Felsen noch steht, ne?
Aber dass das so nach weit über einem Jahr aussieht, hätte ich nicht gedacht. Und es fühlt sich gerade echt verdammt gut an, hier zu sein. So ein richtiges Zuhausegefühl, total dämlich. Ich war ja nur eine Woche hier. Krass. Also ich zeige euch mal, was ich sehe. Wie krass ist das bitte? Schaut euch das an. Alter, wie krass. Das hätte ich niemals für möglich gehalten, dass es hier so noch aussieht. Da die Feuerstelle. Hier das verbrannte Moos. Der Stein, der mich vor wilden Tieren beschützen sollte. Mein Bett einfach. Hier habe ich gehaust. Alter. Ist das gerade krass, hier zu sein? Boah, ich muss mich hier nochmal hinlegen. Ich muss mich einfach nochmal hinlegen. Alter, hab ich hier gefroren. An Tag 3 war das, als ich hier lag, nach einer Nacht, wo ich fast gar nicht gepennt habe, mir so unfassbar kalt war, ich immer noch nass war. Ich war so erschöpft an dem Vormittag, dass ich dachte, hey, leg dich mal hin und schlaf. Und dann gab es eine sehr, sehr kritische Situation, die nicht auf Kamera ist, weil ich war nicht imstande, eine Kamera zu halten in dem Moment. Ich hatte da ganz andere Probleme. Auf jeden Fall lag ich hier. Ich habe nicht gecheckt, wo ich war. Ich zeige euch mal kurz meine Perspektive. Ich lag hier so und ich wusste nicht, wo ich war. Mir war so unfassbar kalt, also so richtig, richtig kalt. Und wenn ihr das kennt vom Sekundenschlaf vielleicht, wenn man mit dem Auto fährt, da ist immer diese Stimme, die dann sagt so, hey, ist okay, mach einfach die Augen zu, du bist müde. Also die so, die einem so dieses wohlige Gefühl gibt, dass es okay ist, die Augen zuzumachen, was ja natürlich nicht okay ist. Und ich habe hier gelegen, ich weiß nicht wie lange, und ich war dauernd wieder versucht, so die Augen zuzumachen und einfach mich dieser Erschöpfung, diesem merkwürdigen Gefühl hinzugeben. Und ich habe so krass dagegen angekämpft, als mir klar war, was das für eine Situation ist. Aufgrund des Sanitäters und von Madin vor einem Tag vorm Aussetzen, als sie meinen, Alter, du musst aufpassen ohne Schlafsack, wegen Unterkühlung, Hyperthermie, lebensgefährlich. Und ich bin echt froh, dass ich dieses Gespräch geführt habe vorm Aussetzen, weil sonst hätte ich das nicht auf dem Schirm gehabt und dass ich es geschafft habe aufzustehen. Die Kamera ging ja erst wieder später an, als ich schon draußen war und mich quasi mit der Kamera, damit ich was zum Reden hatte, fokussiert gehalten habe. Und ich weiß noch, wie ich da überlegt habe, Alter, es ist einfach Quatsch jetzt, also es ist unverantwortlich hier zu bleiben. Und ich es aber so sehr wollte, dass ich halt weiter gemacht habe und mir aber in dem Moment eben geschworen habe, wenn sowas ansatzweise nochmal passiert, dann sofort Hilfe rufen. Und in der Nacht von 5 auf 6 war es ja nochmal, wurde es kritisch und dann habe ich mich abholen lassen. Ihr kennt die Story, ihr habt es gesehen. Ja, aber es ist einfach krass, hier zu sein. Ich war auch echt gespannt, was dieser Ort in mir auslöst. Ich habe eben schon dieses Zuhausegefühl beschrieben. Und jetzt, wo ich hier sitze, ich spüre so eine krasse Dankbarkeit. Eine Dankbarkeit, dass ich hier diese Erlebnisse sammeln konnte, die ich hier gesammelt habe. Dankbarkeit Fritz gegenüber, der das Ganze überhaupt möglich gemacht hat, dass ich hier das erleben konnte. Dankbar für die Menschen, die ich dadurch kennengelernt habe. Also sei es jetzt die anderen Teilnehmer, dann die Menschen, die durch Seven vs. Wild, die ich kennengelernt habe. Sei es zum Beispiel ein Otto. Ein Otto hätte ich niemals kennengelernt. Unsere Wege hätten sich niemals überschnitten, hätte er damals nicht diese Reaction gemacht und gesagt, hey, Fabio ist mir sympathisch, dem schreibe ich mal. Und ich ihm geantwortet, wir dann was zusammen gemacht und gemerkt, hey, das passt voll gut. Also es sind so viele Menschen, die durch diese Serie, die ich dadurch überhaupt kennengelernt habe, Events, die ich dadurch, oder also sowas wie Finnish Brutality, hätte niemals stattgefunden, wäre ich nicht bei Seven vs. Wild gewesen. Und da bin ich mega dankbar Fritz für, wofür ich auch mega dankbar bin,
durch diese Serie hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass selbst Leute in meinem Bekanntenkreis mich wirklich kennengelernt haben, weil das, so wie ich bei Seven vs. Wild zu sehen war, so bin ich im Inneren. Aber ich glaube, dass das so in meinen Videos und so im Alltag, dass man mich schnell anders einschätzt, dass ich nicht so reflektiert bin, dass ich Risiken eingehe und bam, bam, bam und weiß ich nicht. Hier, ja, hatte ich einfach das Gefühl, ich wurde zum ersten Mal so gesehen, wie ich wirklich bin. Dankbar bin ich auch euch gegenüber, die durch Seven vs. Wild auf meinen Kanal gekommen sind und ja, die Bock darauf haben, meine verschiedensten Abenteuer zu verfolgen. Sei es jetzt irgendwas mit Bike oder zu Fuß oder mit dem Kajak oder MMA-Kampf oder was weiß ich. Vielen, vielen Dank, dass ihr ein Interesse habt, dass ihr Bock darauf habt, die Videos zu schauen. Und ich kann euch nur sagen, in all diesen Videos steckt so viel Herzblut. Und ich bin einfach dankbar, dass sie so angeschaut werden, wie sie angeschaut werden. Die Zahlen sind für mich völlig unvorstellbar. Dankbar für jeden, der mir irgendwie im Supermarkt oder im Restaurant oder auf der Straße Hallo sagt und Feedback da lässt. Danke an euch einfach an dieser Stelle. Und an dieser Stelle schon mal eine kleine Ankündigung. Ich habe eben Otto erwähnt. Und Anfang des Jahres, nach Seven vs. Wild, hatte ich eine Idee im Kopf. Als ich Otto davon erzählt habe, war er genauso hyped wie ich. Das Ganze ist jetzt so konkret, dass wir wissen, wir werden das Ganze nächstes Jahr umsetzen. Und es wird dazu ein Video auf seinem Kanal und auf meinem Kanal kommen, wo ihr wisst, um was es geht. Ich kann euch nur versprechen, es wird sehr intensiv. Es wird ein sehr krasses Abenteuer, was es so in der Form in Deutschland, YouTube Deutschland, noch nicht gab. Bin ich von überzeugt. Nee, ich kann mich nicht erinnern, dass ich da schon mal sowas in der Art gesehen habe. Und ich freue mich sehr, dass mit Otto, den ich nur durch meine Teilnahme bei Seven vs. Wild kennenlernen durfte, durchziehen werde. Und ja, aber dazu dann im Laufe des Dezembers mehr. Wenige Tage bevor hier dieses Video online gegangen ist, wurde ein ausführliches Interview mit mir veröffentlicht, bei dem ich über Seven vs. Wild, meine Erfahrungen dort spreche, über meine Motivation allgemein im Leben und so weiter. Ihr findet dieses vollständige Interview auf dem A Taste of Aldi Kanal. Link in der Videobeschreibung und an dieser Stelle nochmal ganz lieben Dank an Aldi Nord für den Dreh in Hamburg. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und jetzt weiter hier mit dem Abenteuer in Schweden. So, und ich werde jetzt dieses Video nutzen, um so die meistgestelltesten Fragen, die ich wirklich schon gefühlt tausendmal beantwortet habe, zu beantworten. Bereue ich es, dass ich nur ein Messer und einen Feuerstahl damals mitgenommen habe? Nein, tue ich nicht, weil ich genau die intensiven Erfahrungen gemacht habe, die ich mir erhofft hatte. Auch wenn es gefährlich war, kritisch wurde an manchen Stellen, aber ich bereue das kein Stück. Es ist genau so und ich konnte das für mich mitnehmen, was ich für mich mitnehmen wollte. Dann würde ich das nochmal machen. Würde ich nochmal bei Seven vs. Wild mitmachen? Ja, absolut. Mega geil. Ich wusste damals schon, dass das eine einmalige Möglichkeit sein wird, dass wenn es nochmal eine Staffel gibt, garantiert die Teilnehmer ausgetauscht werden, weil es einfach spannender für die Zuschauer ist, neue Charaktere kennenzulernen, die andere Stärken und Schwächen haben. Aber natürlich hätte ich Bock, sowas nochmal mitzumachen. Dann eines der meistdiskutiertesten Themen. Dieser Fels. Warum hat Fabio diesen Felsen nicht weggehebelt? Dann hätte er doch besser schlafen können. Das Teil lässt sich nicht bewegen. Es ist quasi die Spitze eines größeren Felsens, der hier im Boden versteckt. Also sowas wie da im Hintergrund. So ein Moped ist das. Den kriegt man nicht raus. Dann ein anderes Thema. Warum habe ich mir nicht ein erhöhtes Bett gebaut? Aus Holz, was auch immer. Damit ich besser die Wärme vom Feuer abbekomme. Hätte ich machen können. Ich hatte allerdings ein Riesenproblem. Hier ist ja jetzt durch die Nadeln, die nicht mehr da dran sind, relativ viel Wind, was durchkommt. Hier hatte ich damals alles mit den Fichtenzweigen versucht irgendwie abzudichten, weil ja nachts hier Wind reingezogen ist, Kälte und so weiter. Es hatte aber dadurch ein anderes Problem.
Und zwar, da war das Feuer, was für mich natürlich essentiell war in Sachen Wärme. Und hier war alles voller Rauch. Das kam auf der GoPro nie so rüber. Aber hier war alles dermaßen voller Rauch. Alles, was in den Tagen aus meiner Nase rauskam, war pechschwarz. Und das Einzige, wo ich frische Luft hatte, war, wenn ich mich seitlich hier hingelegt habe und den Kopf in die Richtung gedingst habe, weil da oben so ein Luftzug durchkam. Und ich sage euch, ich habe hier nachts gelegen und dachte, es kann sein, dass ich hier eine Rauchvergiftung bekomme. Keine Ahnung, es war hier alles voll einfach. Und hätte ich quasi erhöht gelegen, hätte ich gar keine Chance auf frische Luft gehabt. Das heißt, ich hätte über etliche Stunden in der Nacht Rauch eingeatmet. Und das war mir zu heikel. Zwei Sachen hätte ich machen können, so im Nachhinein. Ich hätte mir auf jeden Fall einen Haufen Fichtenzweige besorgen können und hier so ein Riesennest machen können, wo natürlich das Risiko hier mit Feuer und so weiter nicht so geil gewesen wäre, aber hätte ich schon irgendwie hinbekommen. Und ich hätte mir das unter die Klamotten stopfen können. Also quasi eine Isolationsschicht durch Fichtenzweige unter der Jacke. Oder die andere Möglichkeit, ich hätte umziehen müssen. Ich hätte hier bestimmt noch irgendwo einen Felsen, irgendwas gefunden, wo irgendwas möglich gewesen wäre. Aber ich habe damals abgewogen und habe gesagt, Alter, wenn ich das jetzt hier, was so viel Energie gekostet hat, nochmal woanders hinschleppen muss, das kostet zu viel Kraft. Kaloriendefizit, Kälte. Und ich habe dann quasi hier versucht, durchzuhalten. Durchhalten habe ich aus Seven vs. Wild für mich mitgenommen. Ist eine erstrebenswerte Sache. Ist wichtig, dass man durchhalten kann. Aber ich hätte eben aktiv mehr an meiner Situation ändern müssen. Weil so war abzusehen, ich versuche mich durchzubeißen, aber irgendwann sind meine Kräfte, meine Belastbarkeit des Körpers am Ende oder in einem sehr kritischen Bereich. Und da hätte ich eben reagieren müssen. Und das, was mir am meisten einfällt und wo ich nachtraure, ist, also nachtrauern ist jetzt übertrieben, aber da, wo ich denke, das hättest du anders machen können, ist diese Isolationsschicht, dass ich mir hier hätte alles vollgestopft unter der Jacke, um da irgendwie für mehr Wärme zu sorgen. Das zu diesem Thema. So, ich habe jetzt den gesamten Weg von meiner Wasserstelle bis zur Höhle per GPS getrackt. Es sind exakt 300 Meter. Wenn ich jetzt denke, ich bin so mindestens so 10-mal, also 5-mal den Weg runter zum See, also hin und zurück, insgesamt 10-mal pro Tag gegangen, dann bin ich schon bei 3 Kilometern. Plus Feuerholz sammeln, erkunden, Blaubeeren sammeln. Da bin ich beim Tag, ist jetzt nur ein Schätzwert. Aber dann war ich pro Tag zwischen, ich schätze mal, 4,5 Kilometer bis 7-8 Kilometer am Tag. Ist auf jeden Fall bei dem Kaloriendefizit und über die Tage verteilt auf jeden Fall ordentlich. Bloß, was man auch nicht vergessen darf, ist es ja sehr unwegsames Gelände. Also hier die Felsen spalten hoch runter, dann schleppen mit dem Feuerholz, teilweise große Wurzeln mitgeschleppt, hier die ganzen Dinger, das klein machen. Also es war schon ein ordentlicher Kalorienverbrauch pro Tag. Ich bin auf jeden Fall super happy, dass ich mich hier auf diesen langen Weg gemacht habe, um das hier nochmal zu sehen. Ich habe mich bewusst dagegen entschieden, hier zu übernachten. Einfach, weil ich die Erlebnisse, die ich hier hatte, in dieser Zeitkapsel Seven vs. Wild lassen möchte. Weil wenn ich jetzt hier nochmal penne, nochmal irgendwie hier rumwerke, vielleicht das Bett nochmal neu polster, irgendwie optimiere, dann überschreibe ich so die Erinnerungen von damals mit was Neuem. Und ich persönlich möchte diesen Ort so in Erinnerung behalten, wie ich ihn in den Tagen bei Seven vs. Wild erlebt habe. Heute war es für mich einfach ein Besuch, nochmal ein Vorbeischauen, aber kein Wohnen, kein Leben hier. Ich freue mich sehr, wenn ihr bis hierhin eingeschaltet habt, wenn euch das Video auch was bedeutet hat. Ich erinnere mich damals noch an Sprachnachrichten. Das hat mich wirklich überwältigt, als Leute mir Nachrichten geschickt haben, als ich raus war, die wirklich geweint haben. Und da dachte ich, Alter, wie krass ist
diese Serie, was das in Menschen auslöst, wie die mitgefiebert haben. Und da von meiner Seite nochmal von Herzen ein Riesendanke an euer ganzes Feedback, an euer Mitfiebern, an, ja, für alles einfach. Vielen lieben Dank. Wir sehen uns beim nächsten Mal, beim nächsten Video vielleicht. Also, haut rein. Bis dann. Tschüss.